Hallo, heute, während wir unser Dach weiter ausbauen, reden wir über die Weihnachtszeit, über unseren ersten Schnee und nun wünsche ich dir viel Spaß mit dem Video. Hallihallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Dosis Minecraft Vanilla Staffel 2. Ja, und heute werden wir, nachdem hier der Tag so schön läuft, ein bisschen Holz sammeln noch, weil Holz kann man immer gebrauchen. Ich sollte mal eine bessere Axt machen, weil ich glaube, Eisen haben wir ja genug, ne? Jo, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Habt es genossen. Und ja, das Wetter, ne, geht bei uns hier langsam. Ja, eigentlich ist es richtiges Herbstwetter, geht langsam auf Winter zu. Heute hat es ziemlich viel geregnet. Letzte Woche hat es auch sogar geschneit. So ein bisschen, so ein, zwei Zentimeter. Und dann war es aber nachmittags wieder weg. Zumindest bei uns hier in Bayern. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch war. Dürft ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn es bei euch letzte Woche oder am Wochenende jetzt auch schon geschneit hat. So. So. Ich habe gesehen, gucken ja doch immer ein paar Leute meine Videos und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn euch das Video hier gefällt und ihr mir das mit einem Däumchen nach oben zeigt. Und falls du noch kein Abonnent bist, aber kein Video mehr verpassen möchtest und auf jeden Fall dabei bleiben willst, wie ich hier meine Landschaft ausbaue, dann abonniere gerne meinen Kanal und am besten noch die Glocke daneben, dann verpasst du auch wirklich gar kein Video mehr. Und kriegst auch meine anderen Projekte mit. Okay, meine Axt ist alle. Das heißt, ich gehe wieder rein. Es wird, glaube ich, eh dunkel. Von daher passt das ganz gut. Vom Sound her habe ich beim Mikrofon noch ein bisschen was verändert. Könnt ihr mal gerne Feedback geben, wie euch das gefällt. Ich finde den Klang jetzt irgendwie besser. Aber das kann ja jeder anders sehen. So, müssen wir drinnen noch ein bisschen was erledigen. Und zwar brauche ich noch ein bisschen Glas. Deswegen nehme ich das, sondern Sand. Den setzen wir jetzt hier her und dann kann man so ein Paket machen. Ja, viel wird es nicht, aber immerhin. Ich verwechsel das immer, ne? Essen da rein. Überhaupt Lebensmittel da rein. Knochen tun wir da rein. Wir sollten uns noch ein paar Äxte machen. Aber wisst ihr was? Das mache ich jetzt als Eisen, weil ich habe ja genug. Haben wir irgendwie noch Kohle? Ja. 1, 2, 3. Nehmen wir uns noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eisen mit. Schaufel haben wir auch fast keine mehr, dann machen wir noch eine normale. So. Ja, es geht mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Keine 4 Wochen mehr. Doch, 4 Wochen. Wir haben noch genau 4 Wochen bis Weihnachten. Dann ist Heiliger Abend. Was macht ihr so Heiligen Abend? Geht ihr mit der Familie irgendwie euch treffen oder mit der Frau, Partner, Freundin? Also bei uns ist es üblich, dass wir uns jedes Jahr Weihnachten mit der Familie treffen. Und da freue ich mich auch drauf. Wir sehen uns zwar unterm Jahr auch oft genug, aber Weihnachten ist sowas, da kommen wir dann alle nochmal beieinander und es ist irgendwie so die schöne, entspannte Zeit. Wird dann schön gekocht, lecker gegessen. Und man genießt dann einfach mal die Ruhe, ohne am nächsten Tag in die Arbeit zu müssen. So. Machen wir das hier mal noch schön.
Wobei, was ich dort mache, weiß ich noch nicht. Ich tue mal den rein. Könntet mal gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr Weihnachten verbringt, was ihr geplant habt. Gibt ja welche, die zu Weihnachten irgendwie weit wegfliegen und irgendwo auf einer Insel das genießen. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Lasst es mich wissen, würde mich interessieren. Ihr dürft aber auch, wenn ihr das nicht öffentlich posten wollt, mir gern im Discord schreiben. Der Zugang für meinen Discord-Account ist unten. In der Videobeschreibung ganz unten findet ihr den Link. Würde mich freuen, wenn er mir ja da mal Hallo sagt. Bin da auch relativ oft, also die Wahrscheinlichkeit, mich dort anzutreffen, ist sehr groß. Hier noch schön machen. Ja, die Fackel muss natürlich weg. Die machen wir gleich wieder hin, keine Sorge. So. Ich glaube, ich mache den noch eins höher. Soll ja da auch Treppen noch hin. Umgekehrt, ne? So halt. Dann machen wir gleich noch ein paar. Ist ja eh Nacht draußen. So, dann noch ran, den noch ran. Ja, und so machen wir uns schön hier, ne? Schön gemütlich. Da ist noch was offen. Meine Stimme ist gerade ein bisschen leise oder ein bisschen trocken und hört sich vielleicht komisch an. Das liegt daran, dass ich jetzt gerade telefoniert habe und deswegen meine Kehle ein bisschen trocken ist. Sorry. Ich glaube, wir machen das Ganze hier raus, oder? Dass wir als ganzen großen Raum hier haben dann. Ja, es ist leider wieder eine Folge, wo viel abgebaut wird. Wenn ihr wollt, dass ich solche Mauerarbeiten, solche Aushubarbeiten lieber offline mache, dann schreibt mir das mal in den Kommentar. Oder wisst ihr was? Ich werde hier eine Umfrage machen. Hier oben, ihr wisst schon, da oben rechts mache ich jetzt eine Umfrage. Soll ich eher langatmige Sequenzen offline machen? Oder wollt ihr wirklich alles live miterleben und ich soll weiterhin alles online machen? Ja, das wäre gut, wenn ihr mal da abstimmt. Genau. Und schaut auch gern bei meinen anderen Projekten vorbei. Gerade jetzt bei Project Ozone wird es interessant. Wir haben jetzt die ersten elektrischen Geräte. Und da wird noch viel kommen. Also schaut da einfach mal rein. Und bei Mist Survival kann ich euch auch nur empfehlen. Also wer jetzt Survival Games mag, natürlich nur. Da kann man auch sehen, wie ich jetzt umgezogen bin, wie ich mich neu eingerichtet habe. Und ja, jetzt bin ich gerade dabei, in der aktuellen Folge einen Bären zu erledigen. Ja. Die letzte Folge verlinke ich euch mal hier oben von Mist Survival. Ja. So, jetzt wollte ich eigentlich nochmal rausgehen, das machen wir auch gleich. Aber dazu muss ich schnell Tag machen. So.
Im Übrigen auch vielen Dank an dich, Iris, für das Abo. Ja, das ist das Schöne bei meinem kleinen Kanal. Man kennt die Abonnenten noch persönlich. Also vielen Dank. Und falls du das jetzt schaust und noch kein Abonnent bist, darfst du gerne mich erschießen. Nein, da darfst du mir gerne ein Abo dalassen. Na komm, raus, komm. Nein. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich gehe jetzt rein. Wünsche euch noch einen schönen Tag und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Däumchen nach oben da. Und wenn du eine Nachricht an mich hast, gerne in den Kommentaren. Bis dann. Ciao, ciao. Dein Blacksat.